Hallo und herzlich willkommen zurück zu Combat Wings. So, ihr könnt mal hier schauen, Multiplayer ist tot. Also keiner spielt hier im Multiplayer. Dann werden wir halt in der Kampagne... was ist jetzt? Spiel fortsetzen. Also, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr in mehr Spiele reingeht und nicht speichert, ist euer Kampagnenfortschritt weg. Oh, da müsst ihr höllisch aufpassen. Bin ich aber froh, dass wir gespeichert haben. Schaut her. Mission 9. Alter, hat mir jetzt wirklich Glück. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir auch nicht mehr fortsetzen. Das ist natürlich bitter. So, laden. Mission 9. Genau, wir nehmen die Buffalo. Schaut, finde ich eigentlich vom Ausschauen her schon viel besser. Ach, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was wir machen müssen. Hallo Pilot. Ihre Aufgabe ist es, die erste Welle japanischer Jäger abzuwehren. Unsere Streitkräfte sind stark, aber der Feind ist in der Überzahl. Dazu kommt, dass die Japaner vermutlich unsere Militärgebäude bombardieren wollen. Es ist sehr wichtig, sie zu schützen. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Okay, also, die Gebäude schützen. Ihr seht schon, der Gegner ist aber dann auch immer schon ziemlich nah bei unserer Basis dann hier. Hey, ist der schon da unten, ne? Ja. Ja, das war schon das zweite. Wir können ja trotzdem mal in die Cockpit-Ansicht hier reingehen. Aber wie ich schon gesagt habe, ist es halt schade, dass wir nicht mit dem Fadenkreuz schießen, sondern uns einfach hier nur mit der Maus dahin drehen. Wir schauen jetzt mal, dass wir auch so viele wie möglich nur ankratzen, dass vielleicht wirklich unsere KI ein paar mit abschießt. Boah, das war... Nein! Bin ich jetzt abgestürzt, oder... Also ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir nicht zusammenstoßen können, aber es funktioniert schon denn. Da war es halt nur in der letzten oder vorletzten Folge so, dass wir nicht wirklich genau neben aneinander geflogen sind, wo ich eigentlich gedacht habe, dass wir drauf gehen. Dazu kommt, dass die Japaner vermutlich unsere Militärgebäude bombardieren wollen. Es ist sehr wichtig, sie zu schützen. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Bleiben wir jetzt in der Ansicht oder gehen wir wieder auf Flugzeugansicht. Dann auf ein neues. Das ist natürlich schön, wenn wir an die Flugzeuge hinten rankommen würden. Also das hat man jetzt gerade noch nicht, dass wir ein Flugzeug verloren haben. Wir müssen auch Flugzeuge abschießen. Und ihr seht auch schon, die Japaner fliegen nicht wirklich auch wie richtige Piloten, ne? Müssen wir natürlich auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht wieder mit einem zusammenstoßen. Ach, wir sind einfach viel zu schnell. So kommt mir das langsam vor. Ja, und so wie jetzt gerade eben, denke ich mir eigentlich, würden wir doch im wahren Leben zusammenstoßen, wenn die so nah an einem vorbeifliegen. Die sind ja eh noch zu weit weg hier unten. So,
So, komm hinterher. Haben wir schon wieder irgendwas verloren? Nee. Weil es die Kamera hier oben kommt. Achso, wir haben ja Raketen noch. Und Feuer drauf. Können wir wieder ein bisschen mit Raketen probieren. Oh, schaut mal, wie viele Gegnerflugzeuge das hier noch sind. Hey, wir haben es getroffen, oder? Mit der Rakete. Boah, und schon halben Schaden. Aber ihr merkt schon, wenn wir wirklich an der Geschwindigkeit drosseln, geht es eigentlich ein bisschen leichter. Boah, dann ist die Mission fehlgeschlagen, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Ja. Ich glaube, wir konzentrieren uns auch die ganze Zeit auf die falschen Flugzeuge hier. Komm, schnell, 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 schnell. Nein, wir sind überhitzt. Oh, wir fliegen auf den Kopf. Gefährlich. Ja. Problem ist hier dran, dass wir uns jetzt wirklich... Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wir haben uns jetzt mehr nur auf die feindlichen Jäger konzentriert. Habt ihr selber gesehen. Und die, was die Insel bombardiert haben, hallo, haben wir komplett aus die Augen gelassen jetzt. Japanische Jäger abzuwehren. Unsere Streitkräfte sind stark, aber der Feind ist in der Überzahl. Das stimmt, die sind wirklich in der Überzahl. Vermutlich unsere Militärgebäude bombardieren wollen. Es ist sehr wichtig, sie zu schützen. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Also, Jäger jetzt erstmal weglassen. Damals, wir machen jetzt erstmal die hier. Hier haben wir alles nur Jäger. Komm schnell, dreh dich. So, erstmal die hier und dann auf die Jäger. Der Rest ist dann uns dann egal. Triffst du? Nee. So, jetzt glaube ich, müssten wir die Bomber weg haben. Hier sind nur Jäger. Ja, schaut so aus. Wir müssen natürlich aufpassen. Ja, hier kommt nämlich jetzt schon die nächste Welle. Hier sind die, was, die, wo wir uns zuerst hier holen müssen. Dann nehmen wir erstmal den hier. Also, vier Bomber haben sie, der Rest ist Jäger. Ja, wenn der halt genau dahin fliegt, was will ich denn machen? Okay, weiter geht's zu den Jägern. Oh, da seht ihr schon, das sind so viele Flugzeuge, dass auch verdammt schnell unser MG hier überhitzt. Kommt schon die nächste Welle jetzt? Mal sehen, ja, nächste Welle im Anflug. Wenn wir natürlich jetzt mit der Rakete was treffen würden, dann wird es nicht allzu lang dauern, bis wir hier ein Flugzeug zerstören. Komm, dreh dich. Boah, von allen Seiten ist hier ein Beschuss, ey. Na? Das gibt's ja nicht. Wie viele Flugzeuge sind das noch? Warnung. Erheblicher Schaden an der Höhe.
Ja, ich weiß. Und es werden immer mehr. Ja, jetzt haben wir schon fast unseren Schaden durch, ey. Nein, 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 nein. Komm, hinterher. Oh, schaut mal unseren Schaden an. Wir sind gleich am Ende. Irgendwie schießen alle nur auf mich, kann das sein? Ja, was will ich denn machen? Die schießen alle nur auf mich. Oh, lass mich mal hier raus. Aber unsere KI-Jäger machen halt überhaupt nichts. Ja, wir sind tot. Boah, die Mission ist schon happig jetzt. Die ist happig. Also, Buffalo, wir werden trotzdem mal wieder die Wildcat nehmen. Diesmal aber in Blau. Hallo Pilot. Gesundheitlich ist es egal, weil sind ja alle gleich. Unsere Streitkräfte sind stark. Der Feind ist in der Überzahl. Aber wie in der Überzahl? Das ist ja ein Wahnsinn. Dass die Japaner vermutlich unsere Militärgebäude bombardieren wollen. Es ist sehr wichtig. Aber ihr seht schon, wenn wir die Bomber nicht abschießen, dann zerstören die unsere ganzen Gebäude. Zerstören Sie die Feindflugzeuge. Oder machen wir trotzdem erstmal ein paar Jäger und dann, ich weiß es nicht. Ja, oder ein paar Jäger erstmal runter. Nein, wir müssen trotzdem erstmal auf den. Alter, es kann nicht sein, dass ich schon wieder so viel Schaden jetzt gleich am Anfang hier einstecke. Wir machen jetzt trotzdem erstmal die hier weg, nicht, dass wir dann gleich wieder zu viel Gebäude hier verlieren. Komm hoch. Das war knapp. Wo ist er denn jetzt? Da. So, jetzt schnell auf die Jäger. Komm, 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 komm. Ey, Charmaine, wir haben schon wieder einen halben Schaden voll. Wie soll man das schaffen dann? So, Geschwindigkeit drosseln. Und wieder auf die Jäger. Ja, jetzt sind wir auch noch überhitzt, ey. Ja, wir haben jetzt schon erheblichen Schaden. Sind gerade mal bei der zweiten Welle. Ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, hier kommen die nächsten schon. Na, diesmal werden wir es überhaupt nicht schaffen. Aber wieso schießen denn unsere... schießen unsere Schiffe überhaupt nicht? Hey, wir kriegen... wir haben keine Chance hier. Schaut mal an. Gleich sind wir tot. Gleich. Ein paar Treffer noch. Da haben wir es. Hoho. Ey. Was ist denn los? Ja, aber was würdet ihr jetzt machen? Erst die Jäger oder erst die Bomber? Hallo, schwer Pilot. Zu sagen, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ist es, die erste Welle japanischer Jäger abzuwehren. Unsere Streitkräfte sind stark, aber der Feind ist in der Überzahl. Was, die erste Welle japanischer Jäger? Also sollen wir jetzt erstmal nur auf die Jäger gehen? Es ist sehr wichtig, sie zu schützen. Feindliche Flugzeuge. Also, dann machen wir jetzt am Anfang erstmal doch nur die Jäger. Also dann machen wir es so. Erstmal nur die Jäger. Ja, fängt schon wieder gut an jetzt.
Oh komm, den hätte man jetzt nur geben können mit dem einen Treffer. Ja, ich will erstmal. So, jetzt schaut mal an, wenn wir nur auf die Jäger gehen, dann haben die natürlich hier ganz einfaches Ziel, hier die ganzen Gebäude hier wegzudonnern. Also komm, Jäger, auf die Jäger. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht gleichzeitig auf alle schießen, ne? So, nehmen wir jetzt wieder Jäger oder was? So, dreh dich. Feuer einstellen. Freundliches Gebäude anvisiert. Das war ja keine Absicht. So, schnell dem hinterher, komm. Haben wir noch erwischt? Mission fehlgeschlagen. Wieso? Ah ja, weil wir zu viel Gebäude verloren haben. Ja, schaut mal hin, fast alles weg. Boah. Haben wir sonst noch ein Flugzeug? Nö. Ja, es ist schwer zu sagen, wen Hallo, wir Pilot. Jetzt als erstes angreifen Aufgabe sollen. Unsere Aufgabe ist es, die erste Welle japanischer Jäger abzuwehren. Unsere Streitkräfte sind stark, aber der Feind ist in der Überzahl. Dazu kommt, dass die Japaner vermutlich unsere Militärgebäude bombardieren wollen. Wir haben aber irgendwie hier unten schon nicht einmal Flaks oder irgendwas. Doch, da stehen Flaks, aber irgendwie schaffen die das halt überhaupt nicht. Die Feindflugzeuge. Also doch erstmal auf die oder wie? Sie haben ein feindliches Flugzeug abgeschossen. Komm Leute, macht mit. Helft mir mal. Ah, überhitzt. So, jetzt schnell den, da sind wir schön hinten dran. Ja, kommen schon die nächsten. Wie soll man denn diese Mission hier schaffen? Da kommt einer nach dem anderen. Komm, geh drauf. Dann nehmen wir jetzt trotzdem erstmal die hier. Okay, da haben wir noch eine. Okay. Und jetzt mal auf die ganzen Jäger wieder. Also ich glaube, insgesamt sind es drei Wellen, die hier kommen. Ja, hier kommt schon wieder der nächste, schaut hin. Unsere Gesundheit schon wieder voll am Arsch. Ja, wir müssen erstmal auf die hier. Nee, können wir nicht. Feuer einstellen. Freundliches Ziel anvisiert. Ja, ich frage mich, was unsere KI hier dabei macht. Ziviles Ziel anvisiert. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Puh. Ja, jetzt werde ich auf mein eigenes Gebäude schießen, oder? Ja. Was soll ich denn machen? Ich
glaube, jetzt schaut es auf jeden Fall ein bisschen besser aus wie vorher. Und dafür ist halt unsere Hülle schon wieder ganz stark beschädigt. Aber jetzt müssen wir es doch hinbekommen. Oleg, ich glaube, wir schaffen es. Es sind nur noch die zwei Feindflieger. Ja, das war die schwierigste Mission bis jetzt im Spiel. Boah, wieder. Schaut mal an die Damage-Grenze bei uns. Ganz kurz vorm Ende. Ja. Also, dann haben wir in einer Folge nur eine Mission geschafft, aber die war jetzt wirklich schwierig. Wir sind jetzt beim Gegenangriff, werden jetzt auch gleich mal speichern. Nicht, dass dann trotzdem wieder irgendwas weg ist. Dann werden wir in der nächsten Folge Gegenangriff spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Leute, strengt euch bei der Mission 9 an. Die ist schwierig und sogar nur auf Mittel. Macht es gut, tschüss.